Nun, Piraten kommen und Piraten gehen. Nein, 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 Moment, 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 wartet. Das könnte eine einmalige Chance sein. Für was? Für mehr Piraten anzuwerben? Nein, aber wenn wir diesen El-Hak hier finden, haben wir eine Verbindung zu Darion Palligan. Etwas, woran er eventuell noch emotional gebunden ist. An Rache gegen El-Hak hier. Nun, und damit könnten wir ihn in eine Falle locken. Nun, das könnte der Grund für El-Hakirs Verschwinden sein, dass Palligan ihn gekriegt hat. Naja, es gibt jetzt zumindest zwei von seinen Erben. Der eine ist Al-Abram, der elburische Würger, und der andere ist Ben-Hakir. Und jetzt streiten die sich auch noch. Was so schlimmer als Piraten? Novatische Piraten. Wir haben doch auch diesen Dolch gefunden. Auf dem Wrack der Golgari, erinnert ihr euch? Mit diesem Haar. Natürlich können wir nicht sicher sein, aber wir hatten es damals mit El-Hak hier in Verbindung gebracht. In der Kaspar-Salz-Truhe. Ei, die haben wir noch. Wurde natürlich umgebaut. Ihr habt eine Kaspar-Salz-Truhe mit einem Haar darin gefunden? Auf einem Effert-gefälligen Dolch, wenn ich mich nicht sehr irre. Da war ein Haar drauf? Ja, eine geheiligte Glyphe. Ach so, der Buchstabe. Ich dachte, ein richtiges Haar. Ihr solltet vielleicht euer Rohr oder euer Hörrohr nochmal überarbeiten. Ja, das kann man gar nicht verwechseln, ihr habt recht. Richtig. So dumm ist doch niemand. So dumm ist doch keiner. Nun, und woher ziehen diese beiden Erben ihre Legitimation? Das eine scheint der Sohn zu sein, oder? Zumindest tut er so. Ich weiß da nicht viel drüber, weil novadische Piraten sind selten. Aber sie sind zumindest beide in seiner Flotte mitgesegelt. Und der andere nennt sich der elburische Bürger. Also macht er die Küste Orons unsicher? Naja, zumindest alles, was hier im... alles kurz vor Kunchum. Nach Norden und nach Süden auch. Er ist besonders brutal. Nun, dann sollten wir vielleicht nach ihm Ausschau halten. Ich hoffe doch, dass Darion Palligan ihn nicht in die Finger bekommen hat. Wir haben in der Heimat eine Wette laufen. Ich habe eine Dukate im Pott, dass wir es sind. Also, hier, die Schwarze Armada. Nun, um ehrlich zu sein, bin ich auf diesen El-Hak hier nicht besonders gut zu sprechen, denn so wie ich das sehe, haben wir dieses ganze Schlamassel nicht zuletzt seiner unnötigen Grausamkeit zu verdanken. Naja, wenn sie den Bastard endlich erwischt haben, ist das nicht traurig. Wäre er grausamer gewesen, hätte ihn getötet, dann hätten wir ihm gar nichts. Dann wäre das Ganze auch nicht passiert. Vielleicht war es seine Weichherzigkeit. Es gibt Schlimmeres als den Tod und dies belegt das wieder einmal. Sollten wir nach Elburien aufbrechen, dann könnten wir ja mal nach Al-Abra fragen. Ja, das ist eine gute Idee. Aber vielleicht sollten wir uns an dieser Stelle jetzt nicht zu sehr verzetteln, sondern unser Augenmerk auf das Wesentliche richten. Ich habe Stoffe gekauft. Das ist das Wesentliche. Und 20 Dukaten gespart. Sehr gut. Gut, dann, da wir ohnehin beim Thema Geld sind, ich werde die nächste Woche damit verbringen, noch die anderen Handelshäuser abzuklappern. Ich hoffe, ihr lasst mich das nicht alleine übernehmen, denn... Nun, ehrlich gesagt, ich könnte mir Schöneres vorstellen. Nun, ich werde dich gerne zu einem oder zwei Terminen begleiten, wenn du möchtest. Gewissermaßen Rückendeckung. Nun, und dann werden wir hoffentlich unsere nötige Summe zusammenbekommen. Und wenn wir aus Kuslik zurückkehren, hoffe ich, dass wir mit einer neuen Mannschaft in See stechen können. Oh, wusstest du, dass ich Emmeran einmal kennengelernt habe, als er so klein war? Also so groß, wie ich jetzt bin. Das Handelshaus Störrebrand mag mich bestimmt noch sehr gerne. Da komme ich auf jeden Fall mit. Er wird sich vermutlich nicht an dich erinnern, aber ja, warum nicht? Ich gehe nicht davon aus, dass er hier ist, oder? Nun, irgendein Störrebrand sollte hier sein, oder? Na, so viele wie es gibt. Selbstverständlich, sie haben ein eigenes Kontor hier. Na gut, das müssen wir jedenfalls in den nächsten Tagen angehen. Aber so oder so denke ich, dass sich unsere Finanzen sehr verbessert haben, allein schon mit dem Angebot von Ruban. Das heißt, erwartet ihr noch weitere Bewerber? Wie sieht es mit den Steuermännern oder Frauen aus Diamantes?
Ja, davon ist das wollten ich und Rafim uns noch drum kümmern. Das werden wir in den nächsten Tagen tun, bevor wir absegeln. Ei, das auf jeden Fall. Aber er hatte sich unter den ganzen, die sich gemeldet haben, noch keinen Steuermann befunden. Das ist bedauerlich, denn ein Steuermann ist doch recht essentiell. Und wir wollten eigentlich so ohnehin lieber zwei. Aber nun gut, wenn ihr an dieser Sache dranbleibt, dann wird sich das sicher in den nächsten Tagen noch regeln lassen. Nun gut, wenn es ansonsten nichts mehr gibt, gehen wir einmal weiter. Rumpel? Wenn ja? Du die nächsten Tage noch ein paar freie Stunden aufbringen kannst, würde ich gerne bei deinem Handwerk über die Schulter schauen, dass du mir vielleicht mal ein paar Sachen erklärst, die in unseren eigenen Büchern stehen. Denn wenn ich sagen würde, ich hätte das alles verstanden, wäre das eine Lüge. Zinseszinsrechnung? Dreisatz? Ja, und ja, wo dieser Zins herkommt, musst du mir auch sagen. Also die Oreal, Dukate, Silber kenne ich ja, aber Zins nicht. Und warum müssen wir damit überhaupt rechnen? Naja, weil wir uns... Naja, wir borgen uns Geld oder geben Geld aus. Und naja, man muss ja auch was verdienen. Also, wenn ich dir heute 5 Dukaten leihe und du gibst sie mir in einem Monat wieder, dann hat das Geld ja nicht gearbeitet. Verstehst du? Es liegt ja einfach bei dir rum und ich habe es nicht, um damit Geld zu erwirtschaften. Also musst du es mir wiedergeben und ich muss ja einen Grund haben, dass ich es dir leihe. Richtig. Er hätte auch einfach aus dem Gold ein Elementar beschwören können, der für ihn arbeitet. Genau. Ja. Du es gerade ansprichst. Ich glaube, sowas Ähnliches steht auch in meinem Schuldvertrag. Da kannst du vielleicht auch nochmal einen Blick drauf werfen, wenn ich damals hier Zornbrecht unterschrieben habe. Oh, das ist nicht gut. Das kann ja sein, dass wenn du die Schulden nicht bezahlt hast, dass sie mehr werden. Ja. Ich kümmere mich drum, keine Sorge. Du hast ja mich. Vertrau mir. Gut, tut für Diamantus, was ihr könnt. Und nun, das mit den Steuermännern ist schade, aber ich denke, wir sollten nicht länger warten. Ich werde die Liste mit Bewerbern beim Fex-Tempel einreichen und sehen, ob sie irgendwelche schmutzigen Geheimnisse zutage fördern. Die Namen der Steuermänner können wir ja nachreichen. Hi, Capitano. Gut. Und der Pentilio, ich hätte noch ein Anliegen. Ganz offiziell. Noch eines, Voltax? Was gibt es denn? Nun, ihr seid doch fähig, Artefakte zu schaffen, nicht wahr? In der Tat, ich arbeite da gerade an einigen Kleinigkeiten. Sehr schön. Dann könnt ihr bestimmt noch etwas dazwischen quetschen. Ich bin mir sicher, Bord Magnus, dass ich dazu in der Lage bin. Nun, stellt euch das vor wie Fußreife. Fußreife für einen Reitstrauß. Fußreife für einen Reitstrauß, die mit dem Wasserlauf versehen sind, sodass der auf dem Reitstrauß sitzen würde, auf diesem Reitstrauß übers Wasser reiten könnte. Boah, Tax. Was für eine Narratei ist das nun wieder? Nun, stellt euch vor, wenn ich auf dem Reitstrauß sitze, na, und ein Reitstrauß trägt mich übers Wasser zum gegnerischen Schiff hin und ich zaubere eine Wand aus Erz, dann kippt das gegnerische Schiff um und ich reite wieder zurück. Ha! Nun, wie ihr meint, wenn Serpentilio die Zeit erübrigen kann. Ich habe einige Bedenken. Zum einen verfüge ich über keinen solchen Zauber, aber ich bin mir sicher, jeder würde den zur Verfügung stellen. Ja, selbstverständlich. Wir reisen ja nach Winsalt oder so. Zum anderen müsstet ihr allerdings einen Reitstrauß dann darauf trainieren, mit den deutlich anderen Bodengegebenheiten des Wassers unter Einfluss dieses Wasserzaubers zurechtzukommen. Und ich bin mir nicht sicher, ob irgendwer auf diesem Kontinent in der Lage ist, genug Wirkungsdauer zur Verfügung zu stellen, dass ihr zu auch nur obszön zu nennenden Preisen in der Lage wärt, das Tier darauf zu trainieren, bevor ihr es einsetzen könnt. Vom Zeitfaktor ganz zu schweigen. Ich werde ihm mit Herr über das Tierreich einfach die Anweisung geben. Das ist schön und gut, aber wenn ich euch die Anweisung gebe, lauft auf dem Wasser, Boltax, und ihr es noch nie getan habt. Selbst wenn ihr unter Wirkung dieses Zaubers steht, werdet ihr Schwierigkeiten haben, Anweisungen hin oder her. Dies ist keine Frage des Willens, dies ist eine Frage des Könnens.
Ja, ja, dann übe ich es halt 2-3 Mal mit ihm. Es ist nicht so schwer, auf Wasser zu laufen. Jetzt tut nicht so, als hättet ihr das noch nie gemacht. Ich werde euch mit einer These präsentieren, wenn die Zeit vergeht ist. Hervorragend. Mehr wollte ich gar nicht. Sehr schön. Ach ja. Nun, an dieser Stelle würde ich sagen, gibt es noch etwas Wichtiges? Nein, ich wollte euch nur noch in Kenntnis setzen, dass ich auch einige Zeit im Raya-Tempel von Kunchom verbringen werde. Ich habe die Absicht, immer vormittags und um die Mittagszeit auf dem Schiff zu sein, beziehungsweise mich um die Handelshäuser zu kümmern und dann Nachmittagabend im Tempel anzutreffen sein. Das ist gut. Ich werde auf jeden Fall einige Stunden in dieser bornischen Bäckerei verbringen. Ich muss sagen, die Quarkbällchen waren fantastisch. Nun, genießt die Zeit in der Stadt. Okay, dann könnt ihr die Zeit in Kunchom beliebig lange verbringen. Ihr möchtet auf alle Fälle in der nächsten Zeit, wenn auch immer das die dunkle Pforte aufgeladen ist, von Kunchom aus nach Kuslik reisen. Da hättet ihr noch Zeit bis zum 18. Hesinde. Das sind dann die üblichen 7 Tage. Fragen wir doch einfach mal Serpentilio. 7 Tage, was möchtest du tun? Ich habe eine ganze lange Liste. Fangen wir einfach mal an. Ich habe hier bereits die Thesis für den Auxiliator erstellt. Der muss in Folge auch gebaut werden. Das, also übrigens alles, was ich jetzt erkläre, steht schon im Forum. Ich erkläre es nur kurz. Das ist zunächst ein Arcanovi. Der dauert einen halben Tag, 6 Stunden, um genau zu sein. Und dann müssen da 6 Invocatios hineingesprochen werden. Im gleichen Zuhörer mag auffallen, dass es über 100 ASP kostet. Entsprechend wird Serpentinio vorher nachts einen Zaubertrank oder eine Handvoll Zaubertränke gebraut haben, die er zu sich nehmen kann, um die Differenz auszugleichen. Dafür bleiben 4 Stück übrig und die liegen im Inventar dann rum. Also das Inventar, ich habe sie schon eingetragen. Und dann ist das getan. Der nächste Punkt, dies kostet im Übrigen 3 PASP. Was wir über den Rahmen sprechen. Der nächste Punkt. Diamantes hatte sich gemeldet und wollte gern Gewand als Elixiere haben. Dies kann man gnädigerweise ausnahmsweise mal tagsüber tun, wenn ich mich nicht täusche. Die werden also dann am nächsten, dem 2. Tag, zusammengerührt und ihm präsentiert. Das sind 4 Stück der Qualität D. Da gibt es, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen. Als vorletztes, Serpentilio hat es vermutlich in Auftrag gegeben, als das letzte Mal auf dem Markt war, ein Siegel für, ich weiß schon, so ein normales Wachsiegel, mit dem man Briefe zustempeln kann, das bei Benutzung einen Nuncio Volo auslöst, der die Nachricht zu Serpentilio bringt. Dies verzaubert er auch mittels Arcanovi. Das dauert auch wieder 8 Stunden diesmal sogar. Und dann hat Nuncio Volo hinterher, der ja seine eigene Zaubertrommel hat von ein paar Aktionen, nicht so wichtig. Und deren Thesis-Erstellung 2 Stunden dauert. Auch nicht so wichtig. Diesen wird er, das können wir gerne ausspielen, wenn du möchtest, das können wir aber auch nach meiner Rückreise erst machen, wenn du möchtest, also nachdem wir vom Konvent zurück sind, wird er dann bei einem Abschiedsgespräch dem Kanazitianer präsentieren. Denn der verlässt uns ja leider. Ja, ich sage leider, ich glaube, Armin tanzt auf dem Tisch. Wenn du möchtest, können wir auch zu Kanazitianer springen. Ja, je nachdem. Und als letztes, denn damit hatte ich ja eigentlich schon vorher angefangen, wird die Brosche, die er für Zulaimin beschafft hat und jetzt vermutlich auch erst von der Schmiede geholt werden kann, mit 2 Ladungen des Acceleratus verzaubern. Dies kostet genau wie der Nuncio Volo Brosche, das Nuncio Volo Siegel, 1 PASP. Ich habe damit also 5 ausgegeben, sorry. Okay. Und dann den Rest der Zeit, die ich noch habe, werde ich tatsächlich damit zubringen, auf dem Boden des Alchemielabors einen Invocatio Integra vorzubereiten. Oder zumindest die Grobform schon mal aufzuzeichnen, was ja an sich schon schwierig genug ist, in die dann hinterher nur noch der wahre Name und die der Tageserscheinung getragen werden müssen. Denn ich habe ja von Boltax noch den, ich hätte fast Golgari gesagt, nein, Kotongi-Auftrag. Mhm. Aber dies werde ich erst angreifen, sobald wir wieder zurück sind. Denn ich möchte nicht mit leerem ASP-Speicher aufs Konvent gehen müssen. Okay, dann würde ich einfach sagen, kannst du das alles soweit vorbereiten und sprich mich einfach jederzeit drauf an, wenn du zu Kanesitianer magst. Machen wir vor unserer Abreise, denke ich. So als vor Kuslik.
Genau. Gut, dann Rafim, was möchtest du tun? 7 Tage. Ja, und zwar, das hängt sehr stark davon ab, wie viel Kohle wir haben. Dazu kann ich euch schon mal den Hinweis geben, die Gespräche mit sowohl Störrebrand als auch mit der Mada Basari kann Zulamin führen. Störrebrand gibt euch 3000 Dukaten pro Monat und 5000 sofort, ohne weitere Bedingungen. Sie freuen sich, also es ist vor allem der Zeughausmeister Faisul, der dann im Namen von seinem Herrn spricht und ja, der hat da ein kleines Budget, was er euch dann auch zur Verfügung stellt. Und freut sich, dass ihr den Ozean wieder etwas sicherer gemacht habt. Also das ist das, was ihr von Störrebrand bekommt. 5000 direkt und 3000 pro Monat. Ja. Ist das mit einer Rückzahlungsforderung verbunden oder ist das eine Spende? Die 5000 sind für die Vernichtung der Arche und die 3000, die genauen Prozente wird er wohl noch einmal nachfragen, aber er geht erstmal davon aus, dass es sie können die 40.000 so nicht bezahlen und deswegen wird das so abgestottert werden. Das ist also ohne Prozente. Wie viel war das nochmal monatlich? 3.000 pro Monat und 5.000 sofort. Okay. Also dann kriegen wir jetzt, wir haben jetzt bei Dahmani gar nicht festgelegt, wie viel wir monatlich. Genau, 2,5 bekommt ihr ganz normal. Wenn die anderen genug geben, würde Zulamin wahrscheinlich das nehmen, was besser für Janka ist. Also, so, dann kommen wir zu, das war jetzt nämlich noch abhängig davon. Zulamin wollte das abhängig machen, was die Mada Basari sagt. Die Mada Basari sagt, sie kann euch nichts geben. Und ihr wisst nicht genau, ob das an dem Kontor hier liegt oder ob es generell an irgendetwas liegt. Ihr wisst doch nicht, warum ihr die so sehr verärgert haben solltet. Da gibt es eigentlich keinen Grund für. Aber die Mada Basari hört sich das an und lässt sich das auch unter, naja, also Androhung ist es ja nicht, aber jetzt auch mit ihrem guten Namen oder auch wenn ihr euren Rumpel dabei habt, die Mada Basari gibt euch kein Geld. Und jetzt kann Zulamin gerne sagen, welchen Deal sie mit den Dahmanis abhandeln mag. 2,5, 3 oder 3,5. Ich war aber doch vor kurzem erst bei der Mada Basari und da waren die ganz normal. Vor 2 Tagen oder so. Ja, aber oder war das einfach irgendjemand, der nicht informiert ist? Sie geben dir zumindest kein Geld. Du hast gerade Dahmani erlaubt, da zu gehen, zusätzlich zu allen Fahnen. Das haben die vielleicht irgendwie rausbekommen. Weil den Mada Basari gehört Janka nicht. Ja, aber die haben ein Monopol in Aranien. Ja, in Aranien. Janka ist ja auch Aranien. Hat sie dir damit kaputt gemacht. Jo, also du weißt es nicht. Und Rumpel kann da auch, der argumentiert wie ein Meister. Du bist völlig auf den, ja, wie auch, als würde jemand auf dem Schlauch stehen. Du weißt nicht, wo das herkommt. So ganz plötzlich aus dem Nichts. Sie geben dir nicht eine müde Dukate. Soll ich einen Bragoni im Empfangszimmer binden, der zustinkt? Zulamin, damit du eine Ahnung hast, Steuersätze für den Land- und Seehandel sind 2-5%. Also 2 ist das geringste, was vorkommt, und 5 ist der höchste. Dir wurde beide Varianten angeboten. Ja, okay, aber wir kämen dann auf 5.500 mit der niedrigeren Summe und das reicht nicht, um die Mannschaft zu bezahlen, aber 500 mehr Dukaten reichen auch nicht, oder verstehe ich das falsch? Das sind ja 1.000 mehr, also du kannst, du bekommst, ohne dass du irgendwas machst, auch ohne dass du die Mada Basari verärgerst, bekommst du 2,5. Dann kannst du den Handel mit Dahmani eingehen und bekommst 3. Oder aber du gehst auf den Handel mit Dahmani ein und gibst ihm auch die Landrechte. Dann verdienst du weniger an dem, was sie selbst dort erwirtschaften. Aber du bekommst 3,5 ausgezahlt. Das bedeutet also, dass du Dahmani wird dann höchstwahrscheinlich viel mehr über dich handeln. Dadurch geht es Janka natürlich dann auch besser. Du vergisst, wir müssen hier nicht alle unsere laufenden Kosten decken. Wir können ja zwischendrin Geld verdienen. Mhm. Also mit den laufenden Kosten werden wir die nächsten 3 Monate mindestens, solange wir nicht Geld aus dem... auch wenn wir Geld rauswerfen. Ich wollte gerade sagen, du kennst Abelmir? Du hast den Mann kennengelernt? Na, wir können ja ein bisschen rauswerfen. Also, kennst du Ventilio? Du hast den Mann kennengelernt? Also wenn ich das richtig verstehe, ist die Mada Basari nicht zu verärgern irgendwie keine Option mehr, weil die schon verärgert sind. Also es ist jetzt ziemlich wurscht, oder? Ja, höchstwahrscheinlich.
Also die logisch sinnvollste Option sind die 3,5, weil du hast immer noch den normal niedrigen Steuersatz. Die Madabasari kann dich eh schon am Arsch lecken. Ja, scheint mir auch mehr. So. Also, aber wir werden sowas von Flugblättern in der Stadt verteilen lassen, auf denen sehr klar aufgeführt wird, dass die Madabasari sich für ihre wechselgefälligen Verpflichtungen drückt. Hallo, Mann! Ich glaube, das sollten wir verschieben, dass wir wieder in... Ich mache das von Zulamins selbstgefälliger Rachsucht abhängig. Ja, okay, gucken wir mal. Gut, dann wisst ihr, wie viel Geld zur Verfügung ist? Und das ist die Info, die Rafim brauchte, ne? Stopp. Einmalzahlung von Dachmani, wie hoch? 5. Laufende Zahlung Dachmani null. Das war Störung. Dachmani hat keine Dachmani null. Okay. Und dann laufende Zahlung von Dachmani, wie hoch? Dachmani jetzt mit dem von Zulamin 3,5. Okay. 3.500 Apanage, also pro Monat. Erledigt. Damit können wir arbeiten. Gut, Rafim, wie geht's weiter? Ja, und zwar würde ich mir einmal Zulamin dann schnappen. Mhm. Kapitana, jetzt wo wir wissen, wie viel Geld wir haben, wie viele Matrosen wollt ihr denn jetzt anheuern? 200 scheint mir eine gute Zahl zu sein. Ja, wie ihr möchtet. Welche von den Söldnern soll ich jetzt nehmen? Nun, je 25 von den beiden Schützen und du sagtest unter 100 Nahkämpfer würdest du nicht gehen, dann denke ich 100. Ja, die werden eh nicht lange halten. Nun, dann werden wir eben nachrekrutieren müssen. Und ich denke, auch wenn ich noch zusätzliche Informationen über sie einhole, sollten wir ihnen einfach zusagen. Sollte es wirklich triftige Gründe geben, sollte es kein Problem sein, den Vertrag dennoch zu annullieren. Wumpel, setzt dir die Verträge auf. Nur damit sie Bescheid wissen. Und sie sollen wissen, dass wenn wir aus Kuslik zurückkehren, was in 1 bis 2 Wochen der Fall sein wird, sollen sie sich bereithalten und sie werden bei der Schiffstaufe zugegen sein und alle vereidigt. Ja, werde ich mich drum kümmern. Wollt ihr immer noch eure Rüstung segnen? Wenn ja, müsst ihr mir sagen, wann ihr das machen wollt. Ja, ich möchte das gerne tun. Und nun ja, ich denke, wir werden das jeweils in unserem eigenen Tempel tun. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn du mich begleitest und ich würde dich meinerseits begleiten. Ja, kriegen wir hin. Müsst ihr mir einfach nur sagen, wann. Ich bin da ganz flexibel. Nun, wenn du ohnehin unterwegs zum Chor-Tempel bist, dann begleite ich dich doch gleich. Ja, ich muss mich heute um aber noch ein paar Dinge kümmern. Wollt ihr sonst noch irgendwen angeheuert haben, außer die paar Steuerleute? Mir fällt momentan nichts ein, aber sollte ich noch etwas vergessen haben, sag gerne Bescheid. Ich denke eigentlich, dass wir ganz gut aufgestellt sind. Nächste Frage im Urlaubdeck. Wollt ihr da die Hundertschaft unterbringen oder wie wollt ihr das machen? Das ist eine sehr gute Frage. Dort waren immer die Trollzacker, oder? Ja, ich habe da ein bisschen aufgeräumt, aber schön ist da halt noch nicht. Nun, dann sollten wir vielleicht unseren Handwerkern Bescheid geben, um es etwas wohnlicher zu machen. Naja, man muss es ja nicht übertreiben, aber die kaputten Stühle könnte man mal raustragen. Dann würde ich die da einquartieren. Ja, ich denke, das würde einen besseren Eindruck machen. Okay, gemacht. Das sind schließlich keine Sklaven. Nein. Die wären teurer gewesen. Und dafür hätten wir keine laufenden Kosten an ihnen, außer dem Essen. Ja, ich bin mir sicher, dass sie nicht so lange halten, dass es sich hätte gelohnt. Aber ja. Dann sollten dann ja besser bedient. Genau. Ich würde übrigens auch wieder die Söldner schmieren, damit sie spionieren und dass ihr Bescheid wisst. Ja, das ist eine gute Idee. Okay, ich glaube, sonst habe ich alles. Sonst komme ich einfach nochmal auf euch zurück.
Gut, dann machen wir das mit unseren Rüstungen vielleicht morgen oder übermorgen. Ja, wird sie schon einen Termin finden. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall mittags zur zur Offiziersbesprechung. Und dann können wir ja gemeinsam losgehen. Ja, können wir gern so machen. Okay, dann 7 Tage für Diamantis. 7 Tage. Ich möchte während dieser 7 Tage zum Handelshaus Maraskani. Und ich habe herausgefunden, dass sie ihr Zimt verkauft haben. Und damit sind die weiteren 750 Dukaten, die sie uns schulden, fällig. Ah, okay. Die werden also entsprechend eingetrieben. Passt das ohne Vorkommnisse? Stehen die zu ihrem Wort? Gib mir mal eine Probe auf Handeln. Handeln, okay. Ich habe das angefangen zu steigern. Hätte ich vielleicht weitermachen sollen.